Ich bin am 22. August 1974 in Frankfurt am Main geboren und ich leide ja bis heute darunter, dass mein Hessisch deswegen so schlecht ist, weil ich meine Grundschulzeit im niedersächsischen Exil in Hannover verbracht habe. Und ich war auch heilfroh, als wir dann wieder hierher gezogen sind. Und das merkt man auch in Berlin, wenn man mir die Frage stellt, Berlin oder Gelnhausen, da muss ich nicht lange überlegen, das ist ganz klar Gelnhausen. Dr. Taub hat in den letzten 4 Jahren ganz engagiert seinen Wahlkreis in Berlin vertreten. Er hat über seine Arbeit in Berlin regelmäßig berichtet und informiert. Also der Peter, den kennen wir schon so seit ungefähr 10 Jahren, sind wir mit ihm befreundet. Erstes Thema, damals war eigentlich unsere gemeinsame Bundeswehrzeit gewesen. Für mich ist er vor allen Dingen Hans Dampf in allen Gassen. Er ist sehr präsent in seinem Wahlkreis und auch darüber hinaus. Der Peter und ich kennen uns durch meine Krankheit. Ich hatte Leukämie. 2011 war eine große Typisierungsaktion in Gelnhausen. Da hat Peter Tauber mich und mein Organisationsteam unterstützt. Ich habe relativ früh angefangen, mich politisch zu engagieren. Das war kurz unmittelbar nach der deutschen Einheit, auch weil ich, glaube ich, ein tief empfundenes Gerechtigkeitsgefühl habe. Ich setze mich lieber für die ein, die schwächer sind, die ihre Interessen nicht selbst vertreten können. Ja, wenn man da anfängt, sich politisch zu engagieren und wenn man auch merkt, dass sich das lohnt, dann macht man eben immer weiter, man lernt tolle Leute kennen, man lernt seine Heimat noch mal ganz anders kennen. Er hat eine unheimliche Präsenz in seinem Wahlkreis. Ich habe den Peter als sehr fleißig kennengelernt. Er ist sehr ehrgeizig bei allem, was er macht. Die wichtigste Eigenschaft von Dr. Taube sehe ich darin, dass er sich nicht versucht, auf Kosten seiner politischen Gegner zu profilieren. Er ist den Menschen zugewandt und vertritt ihre Anliegen und Probleme. Und er ist in seiner Politikerkarriere bei allem sehr bodenständig geblieben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass gerade wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, die vielen Begegnungen mit den Menschen hier auch immer wieder eine neue Motivation sind, sich einzusetzen und was anzupacken. Ich kriege unheimlich viele Impulse, unheimlich viele Rückmeldungen und das ist ja das, was dann die Arbeit auch so vielseitig und so spannend macht, dass Leute einem sagen, kümmere dich noch mal darum und da ist ein Problem oder kannst du dich nicht mal hierfür einsetzen und stark machen in Berlin. Und ich versuche das einfach zu übersetzen und nach Berlin mitzunehmen. Peter Taube hat immer ein offenes Ohr für die Jugend, für Sportvereine, für alles ist immer erreichbar und hört auch immer zu, wenn irgendwas ist. Besonders schön fand ich sein Engagement für den Bundesfreiwilligendienst, für BUFDI, die Möglichkeit für junge Leute und gleichzeitig auch für die Senioren, sich freiwillig in das Gemeinwohl einzubringen. Ich glaube einfach, dass eine Gesellschaft menschlicher ist, wenn Menschen sich um Menschen kümmern. Und dafür müssen wir in der Politik Rahmenbedingungen setzen, auch hier bei uns in der Region. Der Peter ist sehr hilfsbereit, der würde sein letztes Hemd geben. Anfang des Jahres hatte ich ein Benefizturnier organisiert und hatte Peter Taube eingeladen. Und ja, er kam dann und hat natürlich sich darum bemüht, noch einen Offenbacher Kickerspieler mitgebracht. Und das war natürlich ein Highlight für alle Kids. Und dank Peter Taube hatten die Kids an diesem Tag richtig Spaß mit Sead Mesic. Trotz seines konservativen Weltbildes oder vielleicht gerade deswegen hat er auch ganz moderne und auch mal queere Gedanken. Und ich denke, das ist für den Politikbetrieb in Berlin gut. Wir wissen sehr wohl, was so die Menschen umtreibt, was so die Probleme sind. Wir sind ja in unseren Wahlkreisen permanent unterwegs, am Wochenende, auch abends in der Woche und kriegen das, glaube ich, schon sehr, sehr gut mit. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder nach Hause fahre. Ich mag die Menschen hier, ich mag die Landschaft, ich mag die Städte und Dörfer. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders in Deutschland zu leben. Ja, Dr. Taube soll auf jeden Fall die nächsten 4 Jahre diesen Wahlkreis wieder in Berlin vertreten, weil er das offen, ehrlich und kompetent gemacht hat, die ganze Zeit über. Und ich gehe davon aus, das macht er auch die nächsten 4 Jahre so. Peter soll 4 weitere Jahre im Bundestag bleiben, weil er einfach immer ein offenes Ohr hat. Er hört jedem Menschen zu, egal ob es Kritik ist oder ob es ein Lob ist. Der Dr. Peter macht seine Arbeit sehr gut. Peter Tauber, weitere 4 Jahre im Bundestag. Ich würde mich freuen, ich bin überzeugt, wir werden noch viel von ihm hören.